Schwester, haben Sie Tristan gesehen? Seit er zu der Trauung gegangen ist, nicht mehr. Nein, bedauere. Marlene. Was ist passiert? Meine Füße tragen lange schon den Durst. Ich bin gefallen und blieb liegen. Stand auf und wollte siegen. Denn ich schmeck das Meer, ist nicht mehr weit. Es ist schwer, die Spur im Sand zu finden. Denn Staub und Sturm stehlen mir die Sicht. Doch wie ein warmer Sommerregen regst du auf mein Leben. Marlene, die Braut, die sich nicht traut, wie nett. Gratuliere. Du bist immer die Erste aus deiner Familie, die es geschafft hat, pünktlich vor der Hochzeit die Kurve zu kriegen. Hättet ihr euch das nicht vorher überlegen können? Komm mit. Ihr wollt jetzt nicht ernsthaft abhauen. Also jetzt bin ich froh, dass Ludwig die Hochzeit verpasst hat. Ja, weil sie ihm auch einfach gar nichts gönnen. Ja, also an dem Skandal könnt ihr mir nur nicht die Schuld geben. So. Und jetzt alles noch mal ganz langsam. In der Kirche. Als er mir gesagt hat, wie sehr er mich liebt und dass ich ihm dann sagen sollte, wie sehr ich konnte nicht, mir ist bewusst geworden, dass... Eigentlich ist mir das schon gestern Abend bewusst geworden. Ich konnte einfach nicht. Ganz ruhig. Alles wird gut. Was ist dir klar geworden? Was wolltest du ihm sagen? Meine Augen suchen Wasser in der Wüste. Meine Füße tragen lange schon den Durst. Ich bin gefallen und blieb liegen. Stand auf und wollte siegen. Denn ich schmeck das Meer, ist nicht mehr weit. Es ist schwer, die Spur im Sand zu finden. Denn Staub und Sturm stehlen mir die Sicht. Doch wie ein warmer Sommerregen regst du auf mein Leben wie ein Herbsttropfen auf den heißen Stein. Und wie. Tristan, da bist du ja. Ich hab dich tausendmal angerufen. Mein Glück, ist dir nichts passiert. Hi. Helena von Lahnstein. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Stimmt. Und Sie sind? Bella Jakob. Also wir haben uns heute früh durch Zufall kennengelernt. Ja, er dachte, ich will seinen Wagen stehlen, aber das wollte ich gar nicht. Und jetzt bin ich quasi sein Chauffeur. Tristan, kann ich irgendwas für dich tun? Es ist wegen Rebecca. Natürlich ist es wegen Rebecca. Sie muss sie auch noch unbedingt ihr verdammtes Brautkleid nähen. Und ich wette, dass sie die ganze Zeit nicht voneinander lassen konnten. Ist sie auf Königsbrunn? Rebecca, ist sie hier? Tristan, du solltest jetzt besser nicht zu. Warum? Weil Marlene bei ihr ist? Bitte, tu dir das jetzt nicht an. Tristan! Verdammt. Ich wünschte nur, ich hätte den Mut gehabt, mir das alles früher einzugestehen. Angst, dass ich das nie wieder gut machen kann. Sag das nicht. Ich habe mir so lange was vorgemacht. Und dir. Und Tristan auch. Das war ja klar. Es ist nicht so, wie du denkst. Das wird ja immer besser hier. Marlene war einfach nur ehrlich. Dann ist alles. Dann ist alles geklärt, oder? Tristan, bitte. Ich will einfach nur eine einzige Sache von dir wissen. Hast du mich jemals überhaupt geliebt? Ja. Ja, ich habe dich geliebt, aber einfach nicht genug.
beide heute getan habt, das werdet ihr bereuen, dafür sorge ich. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich um meinen Bruder gekümmert haben. Aber ich glaube, wir kommen jetzt sehr gut alleine zurecht. Wenn Sie ein Taxi wünschen? Danke, ich warte lieber auf Tristan. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Bruder den Abend lieber im Kreise seiner Familie verbringen würde. Das kann er mir dann gleich selbst sagen. Vielleicht ist er zu höflich dazu. Tristan. Und? Komm, wir gehen nach Nehmer. Was mache ich auf den Redebedarf? Tristan. Wenn du mir gefallen tun willst, dann hört mir immer die Familie vom Hals. Ich will einfach allein sein, okay? Sollte jetzt wirklich nicht allein sein. Am besten, ich gehe mal zu ihm. Hallo? Wer sind Sie denn? Sie haben sich noch gar nicht bei mir vorgestellt. Bella, keine Sorge, ich gehöre nicht zur Familie. Verstehe ich. Soll ich dich noch irgendwo anders hinfahren? Warum? Ich bin genau da, wo ich sein soll. Hier soll ich heute feiern. Naja. Also, ist doch alles da. Komm schon, wir feiern die geilste Hochzeitsparty, die die Welt je gesehen hat. Und da meine Braut gerade indisponiert ist, darf ich bitten? Okay, klar. Aber nicht dazu. Schon besser, oder? Was ist denn da los? Tristan ist zurück. Mit dieser Frau, mit der er vor der Kirche weggefahren ist. Was machen die da drin? Schlimmer hätte es echt nicht laufen können. Er ist verletzt. Ist doch klar. Aber er glaubt auch, dass ich ihn von Anfang an absichtlich belogen habe. Das ich muss unbedingt mit ihm reden. Deshalb bin ich auch gekommen. Willst du, dass ich mit ihm rede? Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Am liebsten würde ich mich jetzt mit dir verkriechen. Wir stehen das zusammen durch. Mich erst das Chaos beseitigen, das ich angerichtet habe. Schon gut. Ich laufe dir nicht weg. Es wird eine Weile dauern. Aber ich komme wieder. Und bis dahin liebe dich auch.